So, bevor es losgeht, kurzer Verbraucherhinweis, wie ihr das von uns kennt. Wir haben einen neuen Partner diesmal im Podcast, und zwar die Digitalagentur Helllicht aus dem Rhein-Main-Gebiet. Helllicht mit 3L, helllicht.com ist die Website. Die Kollegen sind darauf spezialisiert, wirklich sehr dialogorientierte Webseiten zu bauen, für Corporates, aber auch insbesondere One-Pager, Landing-Pages, sehr conversion-optimiert zu arbeiten, bauen auch Online-Magazine und arbeiten da meistens sehr eng und Hand in Hand mit Marketing-Abteilungen zusammen. Also, was macht die jetzt so besonders oder wo ist sozusagen jetzt der USP? Nach meinem Verständnis ganz klar Interface-Design, Conversion-Optimierung, Kundeninteraktion. Die Agentur arbeitet zum Beispiel für Firmen wie Universal Music und hat da unter anderem für diesen kleinen unbekannten Act Helene Fischer mal ein paar Webpages gebaut und das scheint hervorragend zu funktionieren. Also wer da noch ein bisschen was Neues sehen will, wer mal mit Conversion- und Landingpage-Experten in Kontakt treten will, mal was Neues ausprobieren möchte, von deren Erfahrungen partizipieren möchte, spricht uns an oder geht direkt auf die Kollegen zu. Sie sagen, sind die Guten, die Zuverlässigen, die Verbindlichen. Wir glauben das. Ja, außerdem haben sie ein paar Preise gewonnen. Was will man mehr? Helllicht.com. Auf geht's. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Heute sozusagen eine Hamburg-Ausgabe. Ich freue mich, wir haben schon häufiger gemailt und das ein bisschen immer angepeilt. Heute ist es endlich soweit. Einer der Up-and-Coming, zumindest Marketing-Stars, Unternehmer-Stars aus Hamburg zu Gast, Tarek Müller. Moin Tarek. Moin Philipp, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wie gesagt, ich bin ja schon eine Weile hinter dir her, weil ich das so interessant finde, was ihr macht oder was du machst. Ich gehe davon aus, viele unserer Hörer kennen dich. Ja, du bist ja nun auch schon irgendwo eine Brand. Aus vielerlei Gründen. Aber vielleicht erzähl mal selber ganz kurz, damit alle auf dem Status sind. Wo kommst du her? Wie bist du der Tarek Müller geworden, der jetzt hier unter dem Mikro sitzt? Mhm. Ja, gerne. Erstmal freut es mich sehr, hier zu sein. Bin ja auch ein Hörer eures Podcasts. Bin Tarek. Ich bin aktuell einer von drei Geschäftsführern bei About You. Auch manchen vielleicht unter dem Namen Collins bekannt. Mach das zusammen mit Sebastian Betz und Hannes Wiese und bin da in der Geschäftsführung für Marketing zuständig. Wir machen das jetzt so seit 2,5 Jahren ungefähr. Vor 2,5 Jahren haben wir grob gegründet. Vorher habe ich, ich bin jetzt 27 Jahre alt, habe so mit 15 neben der Schule mein erstes Unternehmen gegründet. Damals noch so Oldschool SEO Gedöns gemacht und irgendwie Webseiten aufgebaut, auf Google optimiert, so wie es halt damals so lief, ja, und Arbitrage Business bei mit Google SEA angestellt, irgendwie günstig Traffic gekauft und dann weitergeroutet, also good old days so. Hab dann relativ viele Content Portale hochgezogen, irgendwann gemerkt, die Leute klicken nicht mehr so viel auf Werbung, wie das mal irgendwann der Fall war und haben jetzt verstanden, was ist Werbung, was ist Content und hab mir dann mal angeguckt, wer wirbt da eigentlich bei mir und festgestellt, dass auf den allermeisten meiner Content Portale eben Online Shops geworben haben. Hab dann mal so ein paar Shops angerufen, festgestellt, die zahlen das Doppelte an Google von dem, was ich bekomme und das ist trotzdem ein guter Deal für die und so eigentlich auf den Trichter gekommen, eben in den E-Commerce einzusteigen. Das war so vor 9 Jahren oder sowas, meine ersten Online-Shops gebaut. Seitdem relativ viele Online-Shops hochgezogen in Nischenbereichen, als es noch einfacher möglich war und Amazon noch nicht so omnipräsent war in jeder Nische. Und parallel, weil quasi die Firma immer eigenfinanziert war und Ware natürlich sehr teuer ist, wir haben relativ schnell auch Ware importiert, hatten sehr viel gebundenes Kapital, musste ich quasi immer selbst finanzieren mit jedem Euro, brauchten wir also schnell Cash und haben dann was Naheliegendes gemacht und eine Agentur gegründet und anderen Herstellern und Händlern eben geholfen, im E-Commerce eben erfolgreicher zu werden, im Wesentlichen im Marketingbereich, im strategischen Bereich und so also dann in den letzten Jahren eben eigentlich so zwei Unternehmen aufgebaut, einmal Net Impact, E-Tribes, was so Agency Consulting Business ist für im Bereich E-Commerce und andererseits eben diverse Nischen-Online-Shops. Und dann vor 3 Jahren mein Unternehmen Net Impact verkauft an die Otto-Gruppe.
Mein jetziger Kollege Sebastian Betz hat sein Unternehmen auch verkauft an die Otto Gruppe und haben dann der Otto Group eigentlich ja, so eine Art Businessplan gepitcht, weil die eben im Bereich Fashion und vor allen Dingen in der jungen Zielgruppe eben nochmal richtig groß angreifen wollten oder Gas geben wollten. Dann gab es lange Gespräche und so weiter und die Quintessenz war jetzt eben dann das Projekt Collins, wie es am Anfang hieß, woraus jetzt eben About.you.de entstanden ist und Edited. Und damit sind wir so vor 2 Jahren live gegangen. Keine Vorstellung von dir ohne die Heldenlegende, dass du ja nochmal ganz früher, glaube ich, sogar einen Online-Shop hattest für Wasserpfeifen, ja. Korrekt? Kannst du bestätigen? Kann ich bestätigen. Ich hatte ungefähr 20 Nischenshops und das Einzige, was den Leuten hängen, da war Teleskope, Modellbauautos, Poker, Platten, alles. Aber gerade weil ich Dreadlocks habe, bleiben die meisten Leute dann irgendwie die Wasserpfeifen hängen. Auch wenn ich damals noch nie Wasserpfeife geraucht habe, aber das stimmt, genau. Storytelling, genau, es gehört dazu. Nee, genau, eigentlich das Basic-Business-Modell damals war denkbar einfach. Ich habe sozusagen die ganzen eBay-Kategorien rausgezogen, habe die gegen Google Trends geworfen, geschaut, wo es quasi eine ausreichend große Nachfrage, dass das interessant wäre, in diesen Markt zu gehen und was wächst am stärksten. Und so, da ist dann irgendwann 2.6 eben aus in die Wasserpfeifen hochgeploppt, weil das damals ein Riesentrend war, wie viele andere Nischen. Und so ist dann der Wasserpfeifenhandel entstanden und da war ich sogar zwischenzeitlich auch Europamarktführer für Wasserpfeifen. Not bad. Und du bist mir, glaube ich, zum ersten Mal aufgefallen, das ist schon ein paar Jahre her, als es irgendwie eine Spiegelgeschichte gab über Otto und in dieser Spiegelgeschichte, also schon jetzt nicht irgendein Medium, bist du da mehrfach vorgekommen. Also wie kamst du bei Otto so früh auf so eine große Wahrnehmung? Also dass jetzt, wenn eine Spiegelgeschichte bei Otto gemacht wird, das ist ja nun auch PR-mäßig für die, wird ja wahrscheinlich von zig Leuten beobachtet und freigegeben und hin und her, dass die dich dann da permanent drin featuren und drin haben. Also wie kam das denn zustande? Oder wie kam, also Otto und Spiegel kann ich mir schon vorstellen, aber wie kam Otto zustande, der Kontakt? Also ich habe halt diesen Agentur Net Impact gegründet und da haben wir eigentlich so bei Accident, weil am Anfang niemand wollte irgendwie so einem 17-Jährigen mit Dreadlocks, der komisch aussah, irgendwie Aufträge geben. Und dementsprechend habe ich bei relativ vielen Firmen irgendwie angeklopft und mehr oder weniger kostenlos gearbeitet. Erstmal so für ein paar Wochen, in der Hoffnung quasi danach Aufträge abzustauben. Eine dieser Firmen war Kolle Rebbe, ist hier eine Hamburger Werbeagentur. Und die beiden Gründer, Stefan Kolle und Stefan Rebbe, fanden mich irgendwie cool, keine Ahnung. Oder warum auch immer, haben die irgendwie mich supportet. Sind auch ein bisschen ins Unternehmen eingestiegen, Net Impact. Und der Stefan Kolle hat dann ein Intro gemacht zum Rainer Hillebrand, der auch heute unser Beiratsvorsitzender ist bei About You, vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder sowas. Und dann bin ich mit so einer verrückten Präsentation da aufgelaufen, mit Ideen, was man alles besser machen könnte. Und so entstand das quasi. Und so haben wir dann Otto letztendlich als Kunden gewonnen im Agenturbereich und haben viel Consulting für die gemacht, für die verschiedenen Tochterunternehmen. Otto Group ist ja riesig, besteht aus über 130 Unternehmen, ist weltweit aktiv, 12 Milliarden Umsatz, ein Riesenkonzern, ist den meisten Leuten gar nicht so bewusst. Die meisten kennen halt so den Otto-Katalog, aber gibt es ja auch MyToys, Manufaktum, Sportcheck, irgendwie Bonprix Crate und ganz, ganz Barrel, Crate and Barrel, ja, riesen Konglomerat an Unternehmen. Und da haben wir dann für relativ viele Unternehmen dann gearbeitet, irgendwie im Bereich Marketing, Online-Marketing, bisschen Tech-Zeug auch und so und Beratung. Und kurze Kolle Rebbe, du bist ja noch mit denen nach wie vor eng und machst, glaube ich, noch Investments mit denen zusammen und sowas, ne? Genau, also mit Stefan Kolle bin ich nach wie vor sehr eng verbindet, so. Das ist auch so eins meiner Vorbilder, eins meiner Unternehmervorbilder, definitiv ist ein total cooler Typ und wir investieren teilweise gemeinsam in Startups. Ja. Okay. So, das heißt, so ein bisschen deine Geschichte, bist du dann über diesen Umweg in Otto reingewachsen. Sag mal ein paar Worte vielleicht auch noch vorab zu About You. Oder vielleicht erstmal, wie soll ich die Firma eigentlich nennen? Die heißt ja manchmal About You, manchmal Collins, manchmal auch Edited. Also hier gibt es einen Laden in der Schanze, der heißt Edited. Ja. Und ich tue mir mal so ein bisschen schwer zu verstehen, wie heißt der Laden? Ja, historisch gewachsene Namensgebungen. Gibt noch ein paar andere. Ist immer witzig, wenn man so im Source Code noch so ein paar alte Namen findet, ne? So Projektnamen, so, die noch rumschlummern. Nee, grundsätzlich, unsere Firma ist gestartet, da hatten wir natürlich keinen B2C-Namen, Unternehmennamen, Projekt Collins auf den Wirtschaftsprofessor Jim Collins zurückzuführen, weil der Vorstandsvorsitzende von Otto ein großer Fan von ihm ist. Das war sozusagen unser Projektname und heute ist unser Konstrukt so, wir haben eine Holding darüber, die Collins GmbH und Co. KG, und unter dieser Holding befinden sich im Wesentlichen eben die zwei operativ tätigen Firmen About You. About You ist ein Fashion-Online-Shop im Massenmarkt, über 100.000 Artikel, 750 Marken, deckt eigentlich so ziemlich jeden Geschmack ab, von A bis Z, Schuhen über Accessoires, Bekleidung, alles mit einem Bekleidungsschwerpunkt. Das ist eben aboutyou.de und dann haben wir noch Edited und Edited ist sozusagen am ehesten vergleichbar wahrscheinlich mit einem ASOS, hat eine etwas jüngere Zielgruppe, eine spitze Zielgruppe, sozusagen auf urbane Frauen zwischen 25 und
2035 ausgerichtet mit einem sehr starken Eigenmarkenfokus. Also Edited ist halt quasi der Shopname, ist aber auch gleichzeitig der Name unserer Eigenmarke, Edited the Label, eben wie das bei ASOS auch der Fall ist. Bei ASOS gibt es auch Fremdmarken, die halt zu dieser Zielgruppe passen, aber sehr kuratiert, ausgewählt, und eben der Hauptfokus liegt auf der Eigenmarke ASOS. Und so ein ähnliches Konstrukt haben wir bei Edited gebaut, weil wir glauben, ASOS ist extrem erfolgreich in UK, hat aber, also der UK Fashion-Stil unterscheidet sich halt massiv von dem kontinentaleuropäischen Fashion-Stil, und wir haben mit Edited eben versucht, sozusagen den kontinentaleuropäischen Fashion-Stil zu treffen in der ähnlichen Methodik, wie das aber ASOS auch macht. Okay, okay. Aber das heißt, die Differenzierung verstehe ich, aber es ist jetzt ja gar nicht so unterschiedlich eigentlich. Nee. Ich meine, es geht um Eigenmarken auf der einen Seite, auf der anderen Seite mehr um eine Händlerposition. Genau. Aber es macht trotzdem aus deiner Sicht Sinn, zwei verschiedene Marken dafür zu verwenden. Ja, also weil das eine ist quasi eine typische Händler-Proposition. Ja, also so der About You-Pitch ist quasi Richtung Endkunde. Hey, lieber Endkunde, geh zu About You. Wir haben alles Erdenkliche. Also du wirst auf jeden Fall was finden bei uns, weil wir haben alles an Marken und Produkten, was du dir vorstellen kannst. Und wir helfen dir über Personalisierung und Inspirationselemente quasi das perfekte Outfit für dich zu finden. Unser Claim ist auch jedes Teil dein Style. Also eine sehr starke Händler-Plattform-Proposition eigentlich, ne? Und Edited ist halt eine starke Produktmarken-Proposition. Also da sagen wir haben das beste Produkt, ne? Das ist quasi nicht sozusagen der Händler-Pitch, sondern der Produkt-Pitch. Und das lässt sich aus unserer Sicht schwierig in einer Marke verheiraten. Also schwierig, beides zu sein. Und wir glauben, man muss sich entscheiden, bin ich sozusagen Produktmarke? Damit bin ich aber per se auch zugespitzt auf eine Zielgruppe, weil du kannst nicht ein Produkt bauen, was für alle irgendwie relevant ist. Also nicht im Modebereich zumindest. Und insofern deshalb die zwei verschiedenen Marken. Okay, okay. Ist auch schwieriger, skalierbar. Natürlich ein Edit-Geschäftsmodell, dafür aber margenträchtiger am Ende auch, ne? Und wenn man es hier sieht, ihr macht jetzt einen Laden auf, mhm, oder macht verschiedene Läden auf. Wie viel habt ihr mittlerweile? Drei Läden im Eigenbetrieb, und dann haben wir noch so Kommissionsmodelle und Wholesale. Also wir verkaufen auch im Großhandel unsere Eigenmarke Edited. Aber es wäre, also wenn ihr Läden macht, ist es immer unter dem Edited dann logischerweise? Genau. Ja, okay, ja, okay. Also wenn wir die Läden selbst betreiben, wir haben in Hamburg, München, Berlin mittlerweile Läden, vielleicht auch denkbar, dass wir auch weitere aufmachen, dann immer unter dem Label Edited. Und im Wholesale natürlich, wir verkaufen halt bei anderen Wholesale-Partnern eben. Ja. Und sag mal, wo wir gerade über Läden sprechen, ihr macht die Läden, warum genau? Marketing. Also für uns letztendlich, also es ist total verrückt, seitdem wir Läden machen, kriegen wir gefühlt jeden Tag einen Anruf von Journalisten, die sagen, oh, hier endlich, ne, geht die Innenstadt doch nicht unter und so, ist digital vielleicht doch nicht so böse. Wir sagen immer, hey, für uns ist das kein, wir betreiben kein Offline-Retail, lasst uns in Ruhe damit. Das ist für uns ein Marketing-Kanal. Das ist wie sehr, wie alles, wie Facebook-Marketing am Ende. Wie messen wir das? Wir gucken quasi, wie viel Neukunden gewinnen wir über den Laden, was kostet der uns netto, also quasi, was kostet der uns unterm Strich, dieser Laden? Teilweise machen die sogar Profit, also kostet er uns eigentlich faktisch nichts. Und es ist für uns aber ganz klar eben, also wir sind ganz klar Online-Pure-Player und kein irgendwie Offline-Retailer oder sowas. Und insofern geht es uns darum, Neukunden zu gewinnen. Und die Kunden, die dann in den Laden da reinkommen und da kaufen, wie kriegt ihr die dann sozusagen zu Webkäufern hinerzogen? Also ihr schreibt die ja nachher an, ihr sammelt dann da die E-Mail-Adressen ein oder? Ja, also da experimentieren wir noch viel rum, sind wir ganz am Anfang. Wir haben die Läden vor kurzem aufgemacht. Aber ganz viele Möglichkeiten, angefangen so, der No-Brainer sind halt Gutscheine in einer Einkaufstüte. Wir haben so einen kleinen Club, quasi den Edited Insider Club, etabliert, wo wir Leute akquirieren, die dann online ein bisschen Rabatt bekommen und Zusatzvorteile. Und ja, also da probieren wir momentan sehr, sehr viel aus, aber häufig brauchst du gar nicht so viel. Also wenn die Leute eben die Produktmarke geil finden, dann kaufen die sich aus Convenience-Gründen das Zeug danach online in der Regel. Und wir sind halt auch häufig an Stellen, wo sehr viele Touristen sind. Sternschanze in Berlin sind wir eben auch, also quasi an touristischen Gegenden. Das heißt, häufig kommen da Leute in unseren Laden, die faktisch gar nicht in dem Einzugsgebiet wohnen. Die sind also, wenn sie das Produkt gut finden, zwangsweise darauf angewiesen, das online zu bestellen. Und wenn du in unseren Laden reinkommst, siehst du auch sofort, wir sind ein Onliner. Da ist alles mit Hashtags versehen. Also implizit machen wir das den Leuten klar. Gibt's Edited-Produkte auch bei Amazon und Zalando? Nee. Würdet ihr auch nicht machen? Nee, weil wir da keinen Sinn drin sehen, aktuell zumindest, uns selbst da zu kannibalisieren. Also wenn du online Edited kaufen willst, kannst du das bei Edited machen und auch bei About You, aber nirgendwo anders. Okay, okay. Lass mal so ein bisschen über die Marketingkanäle sprechen, mhm, weil ihr habt jetzt ja, muss man ja sagen, also About You da oder Edited, die Zahlen, die jetzt kommuniziert sind aktuell, sind ja beeindruckend. Also ihr macht, glaube ich, jetzt im Geschäftsjahr 16/17 einen neunstelligen Umsatz. Genau, also in diesem Geschäftsjahr werden wir über 100 Millionen Umsatz machen, genau. Also im letzten Geschäftsjahr haben wir schon einen sehr hohen zweistelligen Millionen Umsatz gemacht. Okay, also aktueller Plan jetzt für das Geschäftsjahr, das gerade läuft, 100 Millionen mehr oder plus sozusagen? Genau, auf jeden Fall 100 Millionen plus, ja.
Das kommt ja nicht so von heute auf morgen, da muss man irgendwie marketingmäßig was machen. Was ist euer stärkster Marketingkanal? Also zunächst einmal, weil wir haben jetzt relativ viel über Edited gesprochen, Edited ist das deutlich kleinere Pflänzchen, also die Musik spielt schon auf About You. Deswegen eher jetzt mal auf About You bezogen, spielen wir eigentlich die komplette Marketing-Klaviatur von allen OM-Channels, die es so gibt, SEA, SEO, Facebook, Display, Affiliate, alles, was man sich vorstellen kann, und auch die komplette klassische Klaviatur tatsächlich, TV, Print, bisschen Radio, ein bisschen Plakat, ein bisschen. Und stärkster Marketingkanal ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, quasi jeder Marketingkanal muss auf irgendwas einzahlen. Es gibt halt eher Kanäle, die zahlen auf Markenbekanntheit, Imageaufbau ein. Und es gibt eben Kanäle, die bringen den User zur direkten Conversion. Und es gibt eben Kanäle, die bereiten Conversion vor. Und im Endeffekt ist es natürlich wichtig, dass sozusagen jeder Kanal in seinem Ziel eben seinen Zweck erfüllt. Und wir sehen aber auch, dass zum Beispiel so ein Thema wie Markenbekanntheit aufbauen dann wieder auch zahlentechnisch sozusagen herleitbar positive Effekte eben auf die Performance-Kanäle wie ein SEA hat. Dann lass mich nochmal anders formulieren. Wo investiert ihr am meisten Budget rein jetzt so im aktuellen Geschäftsjahr? Ist auch wirklich sehr verteilt. Also konkrete Budgetaussagen machen wir nicht, aber es ist sehr, sehr verteilt. Letztendlich ist es aber natürlich mit einem Schwerpunkt auf Online-Werbung, weniger klassische Werbung. Was wir allerdings sehen, und das ist, glaube ich, sozusagen, was spannender ist, ist die Frage sozusagen, was ist eigentlich in der Zukunft das Relevante und was ist eigentlich der beste Marketingkanal in der Qualität? Und da finde ich halt sozusagen spannend, und das beobachten wir sehr intensiv, wie eigentlich so ein Spotify, Instagram, Snapchat, Facebook und Co. eigentlich bekannt geworden sind, weil die haben ja eigentlich in Anführungsstrichen gar keinen Marketing gemacht, trotzdem kennt die Gefühl jeder. Und was mir immer wieder auffällt, ist halt, ich kann eine Marke 50 Mal im Fernsehen sehen, ich merke sie mir immer noch nicht. Wenn mir einer erzählt, ey, hast du schon den neuen Track XY gehört? Ich sage, nee, wo? Ja, Spotify. Da brauche ich eine Empfehlung und ich merke sie mir. Und deswegen haben wir halt festgestellt, eigentlich die beste Art des Marketings, und das ist auch die zukunftsträchtigste aus meiner Sicht, ist auch noch die schwierigste, ist quasi eine relevante Empfehlung herzustellen. Und da, was ich damit meine, ist halt sozusagen, wenn man eben TV-Werbung macht zum Beispiel, sagt man ja sehr allgemein, hallo, wir sind ein Händler und cool und inspirativ und pipapo, ist aber sehr allgemein und hat sehr wenig mit mir selbst als Person zu tun. Was wir immer wieder merken, ist halt eben, wenn wir zum Beispiel eben über Social Media oder Influencer gehen, wenn wir sagen, hey Philipp, ne, es gibt hier irgendwie in 3 Wochen das Event White Dinner in Hamburg, das kennst du, das attached dich, das ist in deiner Gegend, ja, und du hast doch bestimmt nur, das ist so ein Picknick auf der grünen Wiese, wo alle Leute weiß tragen, du hast hundertprozentig noch nicht alle Klamotten in weiß, ja, About You hat eben eine Sektion, da kriegst du genau die Artikel für das White Dinner. Das ist halt, da brauchst du eine Empfehlung und du hast About You abgespeichert und du hast eigentlich implizit gut erklärt, was About You macht, nämlich inspiriert und dir genau das zeigen, was du willst. Und da haben wir halt festgestellt eben, das ist wertvoller als wahrscheinlich 100 Werbekontakte im TV, so eine Empfehlung halt herzustellen, und die kannst du eben über Social Media am einfachsten herstellen. Und das ist dann natürlich im Endeffekt, wenn du das schaffst, auch viel, viel, viel effizienter. Und insofern ist das budgettechnisch schwer zu sagen, also weil das natürlich, da steckt eine ganze Menge Faktoren hinter, aber das ist eigentlich so der beste Marketingkanal, eine Empfehlung. Klingt jetzt plump, aber ist halt so. Hör ich da so ein bisschen Influencer-Marketing raus? Auch, ja. Aber es ist nicht nur Influencer-Marketing. Es ist letztendlich, kannst du über viele Wege diese Empfehlung herstellen. Ein Weg ist halt, Menschen bewundern irgendeinen anderen Menschen. Influencer in dem Fall halt, nennt man sie ja jetzt. Ja, und häufig eben im Modebereich, es gibt viele Influencer, die eben für ihre Mode bewundert werden. Und ein Weg ist, mit denen zusammenzuarbeiten, denen eine Sektion auf About You zu geben, wo sie ihren Stil im Prinzip präsentieren können, aus unserem Sortiment die für sie coolsten Produkte aussuchen. Wir fotografieren sie da drin und dann natürlich auf Social Media wiederum dann die Empfehlung aussprechen, hey, wenn ihr meinen Stil kaufen wollt, geht in meinen, sag ich mal, Subshop bei About You, ist mal plump gesagt. Das ist eine dieser relevanten Empfehlungen, das muss die Person einmal sagen, und jeder, der es liest, der einen emotionalen Attachment mit dieser Person hat, wird sich sofort About You merken. Okay. Sagen wir so eine grobe Hausnummer, mit wie vielen Influencern arbeitet ihr jetzt aktuell? Also wir haben das so in 3 Kategorien eingeteilt, die Influencer. Es gibt quasi so den Longtail der Influencer, mit denen arbeiten wir über ein Affiliate-Modell zusammen. Das sind irgendwie ein paar hundert. Und dann haben wir, oder eigentlich 2, und dann haben wir noch quasi eine ganze Menge Influencer, mit denen wir in der direkten Zusammenarbeit stehen. Das sind jetzt zum September werden das ungefähr 50 sein. 50. Das sind eigentlich sozusagen, da sind fast alle bei, die viele Follower haben und für Mode stehen. Also sozusagen jeder, der groß ist im Modebereich, der ist mehr oder weniger bei euch, aber nicht exklusiv. Nee, genau, nicht exklusiv. Das finden wir unnötig, sowas zu sichern. Ja, eigentlich mehr oder weniger jeder, ja.
Und gibt es da irgendwen, der so ein bisschen, wo du sagst, herausragt, der besonders, sagen wir mal, gut konvertiert, der vielleicht irgendwie ungewöhnlich ist, den ich jetzt noch nicht kenne? Oder ist es mehr so die Liga Stefanie Giesinger, das kennen die meisten Modeinteressierten, die war ja mal bei Germany's Next Topmodel, dann nimmt man die nächste, die da rauskommt, irgendwie aus der Show? Oder also erzähl mal so ein bisschen aus der Szene. Ja, also ich glaube, was bei uns ein bisschen speziell ist, wir arbeiten natürlich mit diesen Stefanie Giesinger, wie gefühlt jeder Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin, ist schon mal zu durchs Büro gerannt. Das ist gut, gut für euch. Schöner Job, man. Ja. Ja. Schlecht für deine Freundin. Ja, das stimmt. Aber was halt spannend ist, ist, wir haben auch zum Beispiel so eine Daniela Katzenberger unter Vertrag oder eine Sarah Lombardi, also so die Reality-TV-Stars oder auch ein GZSZ-Schauspieler, Musiker. Ja, das ist sozusagen nicht unbedingt das, wo man als erstes dran denkt, wenn man an Influencer denkt. Die sind aber eigentlich häufig noch besser geeignet, weil die eine extrem loyale Fanbase haben. Und eine Daniela Katzenberger kann man jetzt sagen, den verkörpert ja gar nicht meinen Modegeschmack, aber sie verkörpert halt den Modegeschmack von vielen Menschen in Deutschland und die bewundern sie auch für diesen Modegeschmack. Und dementsprechend ist es halt auch ganz wichtig, dass man natürlich eine Daniela Katzenberger nicht den falschen Leuten zeigt, ne? Weil dann könnte es auch, also kann auch schief gehen dann, aber das ist zum Beispiel eine Person, die eben, oder eine Sarah Lombardi, DSDS-Teilnehmerin und jetzt Reality-Star auf RTL 2, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt die, wo man als erstes, oder Berlin Tag und Nacht Teilnehmer, Schauspieler, ne, Schauspieler, nicht unbedingt die, wo man vielleicht als erstes dran denkt, die aber auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber ist es denn nicht gefährlich, also sozusagen mit den Leuten, die jetzt sicherlich aus der Wahrnehmung von anderen Teilen der Gesellschaft irgendwie eher so als Trash gelten, mit eurer Marke so eng zu assoziieren und gleichzeitig irgendwie auch oben irgendwelche eher Fashion- und High-Touch-Influencer zu haben. Also geht das zusammen oder irgendwann beschädigt sich das nicht irgendwie? Hat man da nicht, ist man nicht permanent irgendwie in so einem Risiko, dass, ja, dass die Marke darunter oder dass die Markenwahrnehmung des einen oder des anderen darunter leidet? Ja, letztendlich haben wir das ja gerade gestartet. Insofern kann ich jetzt noch nicht sagen, ob die darunter leidet. Ich glaube aber entscheidend ist, dass man, also unsere Hypothese ist, dass sie nicht darunter leidet, deswegen tun wir es. Das Schöne aber an Social Media und generell am Internet ist ja, du kannst ja User sehr schnell segmentieren und sehr personalisiert aussteuern. Das heißt halt, diejenigen, die Daniela Katzenberger bewundern, empfinden sie ja nicht als Trash. Und die sehen sie dann und der andere sieht sie dann. Genau, und derjenige, der sie vielleicht potenziell als Trash sehen würde, wird sie nicht sehen. Also insofern quasi kannst du das ja sehr schön aussteuern. Das ist ja eben das Schöne im Gegensatz zu Gießkannenmodellen wie TV-Werbung, wo du nicht personalisiert im Prinzip TV-Spots aussteuern kannst. Ne? Das ist ja the beauty of irgendwie soziodemografisches Targeting und Interest-Targeting. Einerseits sozusagen auf der Marketing-Ebene, andererseits aber auch eben auf der Ebene about you. Also wenn du dich bei uns einloggst, kannst du ein Profil erstellen, kannst uns also mal Basic-Informationen wie Größe und Co. mitteilen, aber auch eben Vorlieben, Interessen, Vorbilder und Co. Und dann siehst du natürlich auch eben zielgerichtet sozusagen auf dein Profil die Inhalte, die potenziell für dich relevant sind. Insofern kannst du eigentlich dem Kunden von A bis Z quasi das zeigen, was für ihn wirklich relevant ist. Und dafür brauchst du aber eine ganze Menge Content natürlich. Also Personalisierung bringt halt nichts. Ich sag mal, irgendwie ein Spotify wäre halt wertlos. Ja, da kannst du noch so gut personalisieren. Wenn ich irgendwie Hip-Hop-Fan bin und die haben halt nur klassische Musik, dann bringt halt der beste Algorithmus nichts. Also du brauchst eben natürlich auch den Content, um richtig zu personalisieren. Aber wenn du beides hast, kannst du dem Kunden eigentlich von A bis Z eben das zeigen, was ihn interessiert. Jetzt sagen wir mal so den Influencer-Markt. Wenn man da mit Leuten spricht, die so ein bisschen strategischer drüber nachdenken, dann fällt eigentlich immer auf, dass es zwar eine Menge Influencer gibt und auch schon größere Brands oder mit größeren Budgets, so wie ihr jetzt, die da irgendwie mitspielen und sich da reintrauen, aber es gibt irgendwie wenig so strukturierende Plattformen in dem Markt. Ja. Es gibt jetzt nicht das Zanox oder das Criteo oder so, wie es in anderen Segmenten gegeben hat, ja, also im Affiliate-Bereich oder im Retargeting oder so. Oder sehe ich das falsch? Oder gibt es da irgendwie eine Plattform, die ihr nutzt oder macht ihr die Deals immer mit allen selber oder gibt es eine große Agentur? Wie ist da so die Marktlandschaft? Also ich nehme ja auch als sehr fragmentiert wahr. Ich glaube, diese Position des Zanox nimmt gerade so ein bisschen Reward-Style ein. Das ist im Grunde genommen ja ein Affiliate-Programm für Blogger, einfach gesagt.
Aber nichtsdestotrotz ist es sehr fragmentiert. Es gibt unglaublich viele Agenturen, die Influencer vermarkten. Teilweise ist es halt super strange, weil du auf einmal drei Mittelmänner dazwischen hast. Ja, also daran sieht man halt, wie fragmentiert und chaotisch dieser Markt halt heute noch ist. Aber ich glaube, das ist halt immer am Anfang. Wir versuchen halt, wir haben auch das große Glück, dass wir zwei Personen haben, Julian Janssen und Chris Nickel, die dieses Thema bei uns leiten, die halt sehr viele persönliche Kontakte auch haben. Wir versuchen eigentlich immer idealerweise wirklich direkt mit dem Influencer oder direkt mit dem Management wenigstens zusammenzuarbeiten, weil der Markt halt so fragmentiert ist und weil wir auch nicht, sag ich mal, wir sind ja nicht Bayersdorf, die halt hingehen und sagen, hier poste mal bitte irgendwie ein Bild von dir mit dem Shampoo in der Hand, ja, bisschen überspitzt gesagt, sondern wir integrieren die auch auf unserer Seite. Wir glauben auch, nur so wird da ein Schuh draus. Also ich glaube gar nicht an diese super gestellten Bilder, wo halt der User sofort eben identifiziert, dass es Werbung ist, weil ich glaube, das ist dann analog dem Grundrauschen eines TV-Spots. Das ist dann keine relevante Empfehlung, noch keine authentische Empfehlung. Deswegen arbeiten wir eben sehr viel intensiver mit denen zusammen. Die kriegen Subsektionen, Subshops auf unserer Seite. Wir wollen wirklich, dass sie sich die Artikel aussuchen, die zu ihnen passen. Wir wollen, dass sie die auch tragen, freiwillig. Ja, und insofern ist das sozusagen eine sehr viel tiefere Zusammenarbeit. Und dann haben wir natürlich ein größeres Interesse, dass da nicht drei Mittelmänner dazwischen sind, die irgendwie immer einen CC-Kreis von 20 Leuten haben, wenn wir da irgendwie überlegen, welche Produkte machen sind. Aber man muss da trotzdem am Ende dann jeder Katzenberger dafür Geld überweisen, dass sie es macht, oder nicht? Am Ende ja, natürlich. Aber genau, wir versuchen immer mehr, das auch in Richtung erfolgsbasiert zu machen. Ja, das ist quasi an, also eigentlich ähnlich einem Affiliate-Modell aufzubauen. Auch bei den Großen dann sozusagen. Auch bei den Großen, ja. Und ich meine, wir gucken uns diesen Markt der Agenturen und so auch immer an. Gibt es denn da, jetzt hast du schon gesagt, bei den technischen Plattformen Rewardstyle, wäre auch meine Wahrnehmung. Mhm. I like to know it heißt das ja, glaube ich, das Produkt von denen oder so, ne? Nee, ja, genau, die haben zwei. Also Rewardstyle ist einerseits diese Affiliate-Plattform, die läuft wirklich analog Affiliate, nur halt verständlicher für den Non-Nerd. Ja. Und dann haben die ein Produkt Like to Know It, womit du im Grunde genommen Instagram-Bilder liken kannst und dann per E-Mail Produktvorschläge bekommst. Das ist allerdings in Deutschland noch kaum verbreitet. Also es ist wirklich Rewardstyle organisiert halt im Prinzip die Provisionsabrechnung. Also wirklich, er übernimmt den Job von einem Affiliate einfach. Ah, okay. Das ist aber im Wesentlichen wird das genutzt für die Produktintegration auf Blogs beispielsweise, also für die klassischen Clickouts. Okay. Und im Agenturbereich, gibt es da irgendwas, was sich rauskristallisiert, wo du sagst, na, die werden bei uns immer größer irgendwie in den Forderungen oder im Volumen? Oder ist das noch sehr, sehr wenig klar, wer da rauskommt? Ich würde sagen, sehr wenig klar. Also man sieht ja, es gibt ja Finanzierungen, so eine Reach Hero oder so kriegt eine Finanzierung, der eine oder andere. Das scheint ja dann da schon ein bisschen größer zu sein, ein bisschen aussichtsreicher zu sein. Also deswegen auch bei uns, unter anderem ja auch Sponsoren dabei und so. Aber ich frage mich dann, wer bleibt stehen? Weiß man auch nicht so genau. Also ich glaube mal, es werden nicht alle stehen bleiben, wie es halt immer so ist. Es wird irgendwann zu einer Konsolidierung kommen, aber ich würde jetzt auf keinen, also ich könnte jetzt nicht sagen, wer da die Konsolidierung gewinnen wird. Okay. Ja. Auf der anderen Seite, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, weil also wir sind eingestiegen sozusagen dieses Thema relevante Empfehlungen. Ich glaube, man sollte da auch nicht nur auf Influencer schießen. Also eine relevante Empfehlung kann eben etwas Lokales sein. Das kann auch eine Markenvorliebe sein. Irgendwie, wir finden raus, du bist der super irgendwie Tommy Hilfiger-Fan, dann da anzusetzen. Also es geht halt, und da gibt es halt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte über den Freundeskreis. Also wir haben halt sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo wir sagen, da kriegen wir den User gepackt bei seiner Emotion, kombiniert mit einer Empfehlung, die im Modekontext stattfindet und dann zu About You führt. Das müssen nicht nur Influencer sein, immer. Ne? Okay. Mir hat jemand erzählt, oder schon länger her, dass du angeblich auch so versuchst, die Nerds, die Computerspiel-Nerds zu bekommen und deswegen irgendwie wohl Klamotten von Computerspielfiguren irgendwie auch nach oder aus dem Verkauf bringen möchtest. Stimmt das wirklich? Das bezieht sich wahrscheinlich auf ein Unternehmen, wo ich mal mit involviert war. Genau, das hat aber nichts mit About You zu tun, auch vor der About You-Zeit. Okay. Da ging es darum, tatsächlich mega gigantischer Markt. Letztendlich von, mir fallen jetzt die Namen alle gar nicht mehr ein, aber ja, quasi diese Hero-Figuren in Ballerspielen und Co. eben, die haben ja gewisse Klamotten, diese Klamotten tatsächlich zu produzieren und zu verkaufen, zu bieten. Von diesen gigantomanischen Spielen, ja, also. Aber gibt's da nicht? Gibt's auch erfolgreich, ja. Echt? Ja. Krass, wie heißt der Laden?
Will ich jetzt nicht sagen. Okay. Wow. Ich bin da nicht mehr involviert und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Laden mittlerweile macht. Das ist doch schon 4 Jahre her, deswegen bevor ich jetzt hier... Also ich habe natürlich ein bisschen so rumgefragt. Ich sag, Tarek, komm vorbei, schick mal Fragen. So hier im Team. Und da kam das insofern. Ah ja, das ist aber wirklich das war ein kleines Engagement mal. Also ich fand es kurios und wir suchen auch nach kuriosen Anekdoten und so insofern. Ja, da bin ich aber auch, dafür würde ich jetzt nicht die Lorbeeren ernten. Das war weder meine Idee, noch war ich da lange involviert. Aber es ist ein schlaues Thema auf jeden Fall. Dann lass noch mal kurz über andere Kanäle sprechen. TV-Werbung macht ihr jetzt auch. Mhm. Ist das nach wie vor so gut oder ist das überhaupt noch gut? Lohnt sich das für euch? Man hört ja TV-Werbung mittlerweile, ist fast jeder Spot in einem Flight Direct Response ausgelegt oder geplant. Mhm. Kommt da noch was bei euch an? Rechnet sich das? Mhm. Ja, es rechnet sich auf jeden Fall nicht, wenn man die Direct Response anguckt. Also wenn man sich da sozusagen das Ganze auf den CPC unterbricht, dann ist das Geldverschwendung. Ich glaube, das Ganze rechnet sich immer nur dann, also ich glaube quasi das Mediavolumen oder die Ausgaben in klassischen Medien, also sag ich mal klassischen Brandbuilding-Media, müssen halt in einem sinnvollen Verhältnis zu den Online-Medien, Online-Marketing-Ausgaben stehen, dann wird da ein Schuh draus, weil wenn du letztendlich im Prinzip einen gewissen Betrag in klassisches Media investierst, wir haben halt festgestellt, jeder Prozentpunkt Markenbekanntheit macht unsere Online-Marketing-Kampagnen x Prozent effizienter. Und dann ist das natürlich eine einfache Rechnung letztendlich, wie viel Investitionen in Brandbuilding macht Sinn. Und dann musst du noch ausrechnen, wie kannst du am effizientesten Markenbekanntheit aufbauen, quasi Euro per Markenbekanntheit sozusagen. Und dann wird daraus ein Schuh. Also aber über die Direct Response wird sich TV niemals rechnen, genauso wenig wie Radio und Plakat und so weiter. Das ist ja TV ist nicht das einzige Medium. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das lohnt, wenn man nicht ein Vielfaches im Online-Bereich spendet versus klassischen. Weil sonst kann sich das eigentlich, also ich wüsste nicht, wie sich das sonst lohnen kann, diese Investitionen in Brand. Also sag mal ganz kurz für jetzt irgendwie klassische Marketing-Dummies. Wie misst man jetzt eine Markenbekanntheit eine zunehmende? Das hört sich jetzt schon nach einer größeren Studie an oder wie macht ihr sowas? Ja, eigentlich easy. Also da gibt es im Prinzip Dienste, die dir die Marken ungestützt und gestützte Markenbekanntheit erfassen. Das Ganze kannst du regional auch machen. Also zum Beispiel Radio und Plakat haben wir halt im Prinzip erhoben, indem wir in gewissen Bundesländern Radiowerbung geschaltet haben und Plakatwerbung und in anderen eben nicht. Und da brauchst du natürlich ausreichend Volumen, Signifikanzlevel zu übersteigen. Und dann kannst du ja schauen, wie entwickelt sich die Markenbekanntheit in diesen Regionen. Und da gibt es diverse MAFO-Institute. Das kostet auch gar nicht so schrecklich viel, womit man das erheben kann. Und so kann man dann im Grunde genommen so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wie viel musst du investieren, um eben Markenbekanntheit aufzubauen. Und auch, sag ich mal, wie stark ist die Inflation von Markenbekanntheit? Also auch, was wir auch festgestellt haben, ist halt, in Werbepeaks steigt die Markenbekanntheit, hörst du auf mit der Werbung, sinkt die auch wieder. Also die Leute vergessen relativ schnell. Und insofern auch das muss man sozusagen natürlich in die Rechnung einbeziehen, ne? Quasi die Vergessenheitsrate. Das heißt, wenn man so auf die Kanäle guckt, kannst du dann da was empfehlen? So Plakatwerbung zum Beispiel, funktioniert das für euch? Also es ist ein bisschen lame, sowas zu machen, aber kann ich eigentlich nur, glaube ich, Oliver Samba zitieren. So grundsätzlich kann man wirklich jedes Medium zu laufen kriegen. Es ist immer eine Frage des Preises und eine Frage der Zielgruppe. Es wäre blöd, irgendeinen Kanal zu empfehlen, glaube ich, weil jedes Unternehmen muss für sich gucken, wo finde ich meine Zielgruppe und wo kriege ich gute Preise. Okay. Und die Creatives sind natürlich total wichtig, auch wie das auf dem Display auch ist letztendlich. Aber das heißt, ihr seid dann auch irgendwie lokaler Hörfunk, Plakat, das wird dauerhaft, dann werden das Kanäle für euch sein? Ich weiß nicht, was in 2 Jahren ist, aber aktuell sind das auf jeden Fall Themen, ja, also aktuell lohnt sich das für uns, ja. Okay. Sagen wir mal so ein bisschen was, also man kann jetzt ja nicht über euren Job sprechen, ohne den großen, die naheliegenden Vergleiche und auch zu anderen großen Fashion-Shops. Ne? Ich bin ja nun selber Zalando sehr verbunden. wie ist denn da sozusagen die Differenzierung jetzt zu einem Zalando und einem Amazon vielleicht auch irgendwie langfristig bei euch geplant? Was wollt ihr anders machen? Oder man, die haben ja nun erstmal auch das volle Sortiment, haben auch Eigenmarken, haben dann auch jetzt eine Plattformstrategie oder eine Mobile-Strategie, die so ein bisschen sich doch ähnlich anhört in Teilen, was du gerade so beschrieben hast. Was ist so der Unterschied auf Dauer? Mhm.
Also du hast ja jetzt natürlich die zwei Größten genannt. Zunächst einmal freut es uns, dass wir irgendwie nach 2 Jahren am Markt schon zu den Größten gehören tatsächlich. Also wir haben über 1 Million aktive Kunden, sprich Kunden, die in den letzten 12 Monaten bestellt haben, nur in der Dachregion. Damit gehören wir, also dieses Jahr werden wir in die Top 5 Fashion Player in Deutschland online, also Fashion Player online in der Dachregion gehören. Insofern, das ist erstmal für uns ein Erfolg, weil wir damit auch sehr viele hinter uns gelassen haben. Ohne unglaublich viel Kapital. Wir haben natürlich viel Kapital investiert, aber ich sag mal, von der Kapitaleffizienz, glaube ich, war das ein ganz guter Deal. Was wir aber auch immer wieder merken ist, also natürlich stellen wir uns den Vergleich mit dem Amazon und Zalando, aber wir glauben nicht, dass es darauf hinausläuft, dass am Ende einer den kompletten Markt macht. Da haben weder Lieferanten noch Kunden noch Anbieter, niemand hat daran Interesse, dass es auf ein totales Monopol hinausläuft. Und man sieht das auch offline, es wird nicht auf ein Monopol hinauslaufen. Das heißt, es gibt viele Player am Markt und wir glauben, jeder muss sozusagen für sich so ein bisschen sein Thema entdecken. Wir glauben, grundsätzlich kann man diesen Fashion-Markt in 3 Kaufgründe einteilen. Es gibt quasi den klassischen Convenience-Nachkäufer, in der Regel Männer. Amazon, die Lösung? Das ist Amazon, genau. Ich möchte den Schuh nachkaufen, weiß genau, dann mache ich es bei Amazon, weil es maximal convenient ist, weil ich Prime-Kunde bin. Dann gibt es den typischen Kauf, wir nennen das Buying Fashion, dann gibt es den Finding Fashion, nennen wir das. Das ist so, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen, ich will das perfekte Abendkleid, ich bin bereit, stundenlang danach zu suchen und ich möchte jedes fucking Abendkleid sehen, was es in Deutschland gibt. Zalando, ja, größtes Sortiment, eine gewisse Fashion-Kompetenz, die hat Amazon eben nicht. Das heißt, da geht man eben nicht zu Amazon, auch wenn Amazon ein großes Sortiment hat, weil man möchte eine gewisse Fashion-Kompetenz dann eben auch haben. Das ist eben der Zalando-Case aus unserer Sicht. Und dann gibt es den, der offline den größten Teil eigentlich darstellt. Das ist so das Bummeln eigentlich. Das Klassische, ich möchte mich einfach neu einkleiden. Inspiration. Genau, wir nennen es Discover Fashion. Inspiration, Bummeln, Discovery, bla bla, wie auch immer man das nennt. Das ist offline der mit Abstand größtes, das größte Marktsegment, im Wesentlichen bei Frauen, was online eigentlich am wenigsten abgedeckt ist. Also ich glaube, da liegt eigentlich auch das größte Wachstumspotenzial und das ist eigentlich, also erstmal musst du als Händler jeden Bereich irgendwie abdecken, so, aber das ist sozusagen der Bereich, in dem wir unsere Stärke sehen. Du willst ein neues Outfit, dann geh zu About You. Wir haben erstmal alles, das heißt, dir wird nichts vorenthalten, aber wir sorgen dafür, dass du Outfits siehst, kategorieübergreifende Empfehlungen bekommst, inspiriert wirst und so weiter. Also viele, viele Wege, wie wir dir sozusagen das perfekte Produkt zeigen. Wir haben zum Beispiel auch ein Feature, das nennen wir den Dein Trend der Woche, angelehnt an den Mix der Woche von Spotify, wo wir jede Woche 100 Produkte empfehlen, dem Kunden personalisiert auf Basis seiner Kaufhistorie, Einstellungen, Pipapo, Markenvorlieben, die wir eine Woche für 10% für ihn reduzieren, kategorieübergreifend, immer an einem Thema passend, lokal, Wetter und Co. Angepasst auf Wetter und Co. und so weiter. Und solche Dinge sorgen eben dafür, dass wir bei About You in der Lage sind, eben den Kunden, also dass wir sehr hohe Aktivitätsquoten unserer Kunden haben, weil sie About You tatsächlich wöchentlich häufig besuchen, um sich inspirieren zu lassen, ihren Trend der Woche anzuschauen, neue Outfits anzugucken, Updates ihrer Profile, also ihrer Marken, Stars und so weiter, eben zu konsumieren. Und da sehen wir eben unseren ganz klaren USP und das schafften Zalando und Amazon eben nicht. Die besuchst du in der Regel nur, wenn du wirklich einen konkreten Kaufbedarf hast. Uns besuchst du auch analog zu einer Modezeitschrift einfach nur so aus Zeitvertreib. Okay. Wie managt man sowas? Also ich meine, habt ihr da jetzt Redakteure dann auch oder habt ihr dann da sozusagen das was so Kuratoren oder ist das eher maschinell? Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Also erstmal eine Riesenorganisation mittlerweile, weil wir auch E-Mails einkaufen. Wir sind jetzt 250 Festangestellte und nochmal irgendwie knapp 100 Praktikwerkstätten, pipapo. Bin froh, irgendwie mit Hannes und Sebastian da irgendwie super coole Geschäftsführer, Mitgeschäftsführer zu haben. Und wir haben uns das natürlich aufgeteilt letztendlich. Aber was die Content-Kreation angeht, haben wir einerseits eine kleine Redaktion. Wir versuchen selbst Content herzustellen, aber das ist eigentlich... Also sagen wir, das kann nicht Zukunft sein, weil es ist null skalierbar. Deswegen setzen wir eigentlich sehr viel mehr auf so User-Generated Content. Sei es über die Influencer, die ihre eigenen Outfits schießen, bei uns hochladen, sich die Produkte bei uns aussuchen, sei es über Brands, die ihren Content einstellen und bald haben auch die User, jeder User hat bald die Möglichkeit, beispielsweise analog Instagram Outfits von sich hochzuladen, Produkte drauf zu verlinken und selbst zu so einer Art Fashion-Influencer zu werden. Und insofern ist für uns die Strategie also in der Zukunft eigentlich dafür zu sorgen, dass maximal viel Content aus der Community herauskommt. Und unser Job ist es dann im Prinzip diesen Content eben für diese riesen Content-Vielfalt für jeden Nutzer personalisiert auszusteuern, dass jeder Nutzer nur das sieht, was für ihn relevant ist. Welche Rolle spielt dabei aber generell Mobile sozusagen als, oder nochmal vielleicht den Einstieg in Mobile als Thema, wie viel Umsatz macht ihr jetzt Mobile versus stationär?
Mobile versus Desktop, ja. Umsatz sagen wir nicht, aber wir haben deutlich mehr als 50% des Traffics mobile mittlerweile. Traffic, okay. Und da muss man aber sagen, auch wenn ich jetzt noch relativ jung bin und Sebastian ist noch viel jünger oder 2 Jahre jünger noch als ich, also wir würden uns mal nicht jetzt so als super alt bezeichnen. Und also Sebastian ist bei uns so für Tech Product und so weiter, er und quasi die ganze Product Roadmap und so weiter. Wir haben das Thema Mobile vor 1,5 Jahren komplett unterschätzt. Wir hatten vor 1,5 Jahren irgendwie einen Traffic-Anteil von 10-15% und jetzt sind wir bei über 50 und das Wachstum hört nicht auf. Also ich glaube, jeder Markt wurde komplett von dieser, also jedem ist klar gewesen, Mobile ist wichtig, aber wie wichtig das ist, glaube ich, das war uns zumindest nicht so bewusst. Bei uns das Thema Mobile seit einem Jahr wirklich höchste Priorität. Und wir sehen halt, dass gerade dieses Thema Discovery halt mobile sehr viel besser sogar noch funktioniert, weil die Leute eben mit ihrem Smartphone auf dem Weg zur Arbeit 5 Minuten eben About You die App öffnen, sich ihren Trend der Woche angucken, ihren Newsfeed angucken, nach Updates schauen. Und insofern ist für uns wirklich mobile ein Segen, kein Fluch, weil es genau in die Kerbe trifft, die wir besetzen wollen, dieses Thema Discovery and Inspiration, was halt mobile einfach viel besser abbildbar ist. Sieht man ja auch an Instagram, Snapchat, alles, Tinder, alles, wo es so ein bisschen um, sag ich mal, Discovery geht, in welchem Bereich auch immer, findet immer alles nur mobile statt. Sag mal so, also wie viele Apps habt ihr am Markt und wie sind die so Install-mäßig unterwegs? Also wir haben halt eben die eine Haupt-App About You, auf der konzentrieren wir mittlerweile alles und wir haben dann noch verschiedene Satelliten draußen. Und wie viele Installs hat die Haupt-App? Die About You-App, über 1 Million. Über 1 Million, ja. Okay. Und das liefert dann aber trotzdem schon so viel Traffic? Ja, weil die halt extrem aktiv sind. Ja. Ja. Okay, weil es sind ja... Okay, also hätte ich jetzt sogar noch mehr gedacht, dass ihr noch mehr als 1 Million noch mehr Installs hättet, aber... Also Installs ist aber auch eine schwierige Metrik aus meiner Sicht. Ein Install kannst du dir auch für 10 Cent kaufen, theoretisch, aber okay. Es ist über 1 Million Installs, da kannst du aber davon ausgehen, dass es auch 1 Million Leute sind, die wirklich Bock haben auf unsere App und die extrem regelmäßig nutzen. Also eigentlich die wesentlich relevantere Metrik sind die Monthly Active User oder Daily Active User, okay, ja klar. Nicht unbedingt die Installs. Ne? Insofern, sag mal dazu. Da kann ich keine Zahlen nennen, aber natürlich, das kann ja nie jemand. Natürlich, ne? Die wichtigen Metriken kann man aber nicht sagen. So ein Ärger. Nein. Aber das ist, da haben wir haben eine extrem hohe Aktivitätsquote. Also Daily durch Monthly und also, ja, die Leute interagieren einfach extrem häufig mit About You. Deutlich häufiger als mit der Konkurrenz, würde ich erstmal in den Raum werfen. Okay, okay. Sie machen halt mehr Traffic aus, aber ob sie mehr Umsatz ausmachen, das kannst du noch nicht so genau sagen. Das ist aber, finde ich, auch ein Trugschluss. Also, wenn man die meisten, also die Frage würde ja, auf welchem Device machen sie ihren Kaufabschluss? Mhm. Ja, also, das ist ja so, wie die meisten Leute sagen würden, wenn du jetzt fragst, wie viel Umsatz macht ihr auf Mobile, zielt es ja darauf hinaus, wie viel Kaufabschlüsse finden Mobile statt. Das ist aber ein Trugschluss, weil auch wenn natürlich noch überproportional viele Leute im Prinzip versus, also der Umsatz, wir haben weniger Umsatzanteil, als wir Trafficanteil Mobile haben, aber die Vorbereitungen, ja, ja, genau. Die Add-to-Baskets und die Add-to-Wishlists, ja, die sind viel höher mobile. Also eigentlich, sag ich mal, auch wenn der Kaufabschluss häufig noch, aber das ändert sich auch gerade rapide, natürlich noch Desktop stattfindet, ist ja eigentlich nicht die Frage, wo schließen die Leute den Kauf ab, sondern wo bereiten sie ihn vor, das ist eigentlich viel relevanter. Und da hast du eigentlich noch mehr als Traffic-Anteil, hast du vorbereitende Conversions auf mobile. Okay. Und insofern ist mobile eigentlich noch wichtiger, als der Traffic das aussagt. Ist denn mobile bei euch jetzt die App oder ist das sozusagen der Mobile Browser? Beides, Mobile Website und Mobile App. Und das ist ungefähr auch dann gleich relevant sozusagen für euch? Ja. Ja, wobei die App für uns natürlich mal schöner ist, weil sind die Leute Auto-Login und sowas. Natürlich ja. In der App natürlich viel mehr Möglichkeiten, Push-Notifications und Co. Also ich glaube, jeder Online-Händler versucht, die Kunden irgendwie auf seine App zu ziehen. Und okay. Und wie kriegt ihr dann eure App sozusagen unter die Leute? Gibt es da auch Influencer, die sagen, hier guck mal, das ist die tolle About You App oder sowas? Genau, also das ganz viele Wege. Ein Weg ist eine Stefanie Giesinger, die sagt, willst du mehr über meinen Fashion Style wissen oder interessierst du dich für meinen Fashion Style, folge mir in der About You App. Und das ist eben das, was ich meine. Wie ist ein Snapchat erfolgreich geworden, in dem Stefanie Giesinger gesagt hat, wollt ihr irgendwie Hintergrundpics, dann ladet euch Snapchat runter. Da hat ein Pick gereicht, ein Post und alle haben sich scheiß Snapchat runtergeladen. Ne? Das ist eben, was ich meine mit dieser relevanten Empfehlung. Ne? Und da ist eben ganz wichtig, da ist es total lame, wenn eine Stefanie Giesinger irgendwie ihr Handy in der Hand fotografiert, wie sie die About You App, das ist so gestellt, das will keiner. Ja. Und wenn sie aber eben auf der anderen Seite sagt, folgt mir bei About You für meine Empfehlungen, ist das so die Liga Snapchat Instagram Empfehlung. Ne? So ist ein Instagram groß geworden, weil die Leute auf Facebook gepostet haben, folgt mir bei Instagram, ja, und quasi so wird auch eine About You dann groß. Und dann laden sich die Leute auch in der Regel die App runter eben, ne? Weil sie bei sowas eben schon davon ausgehen, dass wir eigentlich nur eine App sind, weil sie uns mit, wenn sowas geschrieben wird, sofort in die Regel Snapchat einreihen. Ne? Wie ist es eigentlich, also mit
Bei Frauen verstehe ich das ganz gut, aber weil in der Dimension, in der ihr unterwegs seid, da brauchst du ja auch Männer als Käufer logischerweise. Ne? Das ist ja eine Bevölkerungshälfte, die man nicht vergessen darf. Also gibt es da jetzt, ich weiß, es gibt ein paar, aber also wie viele eurer Influencer sind denn Männer? Also gibt es da wirklich noch so Fashion-Typen, die ja sagen, guck mal hier, so ein geiles hellblaues Hemd, wie möchte ich jetzt auch haben oder gibt so? Gibt es, ist aber weniger relevant bei Männern. Bei Männern ist es tatsächlich, also bei Frauen gehen wir tatsächlich so, Folge Stephanie Giesinger auf den Auto, oder dann lass dich inspirieren, so ein bisschen so Konkurrenz zu Frauenzeitschriften in gewisser Weise im ersten Schritt, weil es da einfachere Pitches. Bei Männern ist es eher so, ey, hast du nicht auch keinen Bock mehr, 3000 T-Shirts durchzuklicken, die alle scheiße sind und nicht in deiner Größe und pink, was du niemals tragen würdest? Geh doch zu About You, gib uns 3 Einstellungen und du findest das relevante T-Shirt schneller. Also bei Männern gehen wir eher in die Kerbe Personalisierung, finde schneller das, was zu dir passt. Bei Frauen eher in die Richtung, also weniger Influencer. Genau, weniger Influencer. Da ist es dann eher so, hey Philipp, bist du nicht auch übernächste Woche auf eine Hochzeit eingeladen und hast noch kein Hemd? Ne? Guck mal hier, ne? Bei uns musst du nicht ewig lange nach einem Hemd suchen. Wir haben das richtige Hemd für dich. Oder dieser Pitch, du bist beim White Dinner, du hast 100 pro verdaddelt, dass du eine weiße Hose brauchst. Ne? Hier haben wir schon mal 50 weiße Hosen, die auf jeden Fall zu dir passen. Also das ist eben deutlich mehr der Personalisierungspitch. Daher auch weniger über Influencer. Nichtsdestotrotz auch viel über Social Media auch. Ne? Wie, aber was wir alles hier besprechen, auch Influencer, wir reden alles im Wesentlichen Deutschland erstmal, ne? Dach, genau. Okay, ja. Okay, also das heißt, auch irgendwie eure größten Influencer sind am Ende dann Deutsche. Ja. Also so amerikanische Menschen oder sowas spielen ja noch gar keine Rolle. Nee, wobei ich auch gerade den Trend sehe, dass immer mehr Deutsche international sein wollen, aber es sind Deutsche aktuell, ja. Das heißt, die deutschen Influencer, hatten wir gerade schon irgendwie beim Mittagessen drüber gesprochen, die werden jetzt auch alle irgendwie internationale Stars und wollen das gerne werden dazu gecoacht sozusagen von ihren Agenturen und so, nach dem Motto, du jetzt veröffentlichst doch bitte alles auf Englisch. Das ist schon ein Trend. Das ist auf jeden Fall ein Trend, ja. Also ich konsumiere natürlich auch die Influencer auf Snapchat und Co. aus beruflichen Gründen und sehe da, viele fangen an jetzt Englisch zu reden, ne? Und wollen international durchstarten. Okay, weil es einfach der Markt und dann mehr Kohle hergibt und so. Klar, ich meine, wir bei About You wollen ja auch irgendwann internationalisieren, ne? Und ich glaube halt, die schlauen Influencer betrachten sich selbst auch als Geschäftsmodell. Und da ist naheliegend, irgendwann zu internationalisieren. Das heißt, so ein bisschen die Frage, sind wir wie so ein bisschen beim Markenkern, ne? Und bei dem Kern, bei deinem Kerngeschäftsmodell oder bei deiner Kernzielgruppe der Deutschen. Aber da bin ich auch nicht in der Lage, das einzuschätzen, ob das nicht auch in Teilen vielleicht die deutschen Fans dann kannten. Also verschreckt. Okay. Sag mal, jetzt hast du ja die smarten Influencer. Ist ja auch ein Lieblingsthema von mir gerade. Wer macht denn das gut? Jetzt aus deiner Perspektive betrachtet, du kennst den Markt ganz gut. Wer stellt sich da gerade gut auf? Ich meine, wir wissen ja, es gibt jetzt irgendwie einen Germany's Next Topmodel, Kandidatin kann das immer ganz gut machen, einen Fußballspieler und so, der hat viel Traffic, aber wer ist denn noch so ein intrinsischer, organisch gewachsener Influencer, wo du sagst, guck mal, der ist cool, der macht das gut oder die macht das gut. Also ich sage immer gerne hier Leonie Hanne, finde ich cool. Ja, also die ist irgendwie nicht gewachsen. Hamburgerin, genau, auch schon mal bei Otto gearbeitet. Ja. Aber die, habe ich so das Gefühl, die macht das wirklich aus ihrem Style heraus und hat irgendwie so einen gewissen Dreh, der jetzt halt nicht durchs Fernsehen angefeuert wird oder durch eine Sportkarriere oder sowas, sondern siehst du da Leute? Also erstmal bin ich, Influencer ist jetzt nicht mein Top-Thema, weil wir da eben mit Julian Jansen und Chris Nickel irgendwie 2 sehr coole Leute haben, die könnten die Frage jetzt deutlich besser beantworten. Ich versuche das mal sozusagen, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, weil dann nenne ich garantiert nicht die richtigen, sozusagen aus meiner Beobachtung heraus, sind diejenigen erfolgreich, mal abgesehen von denen, die so einen Vorschuss durch TV haben und Co., die halt das Ganze tatsächlich strategisch angehen. Also das ist so ein bisschen so wie, wenn man so eine, ich bin ja jetzt überhaupt nicht drin, aber so eine Verona Pot oder so, wo man immer so denkt, boah, die ist voll dumm oder so, ne? Oder jetzt mal so, ne? Aber ich, überhaupt gar nicht, ja? Und eine Leonie Hanne oder diese Caro Dauer, und da gibt's ja viele, die sozusagen organisch gewachsen sind, guckt man sich an und denkt so, das könnte ich ja auch, die macht ja nur ein Foto von sich jeden Morgen irgendwie, ne? Aber das ist halt überhaupt nicht wahr. Mein Gefühl ist, die erfolgreich sind, analysieren, wie jeder erfolgreiche Unternehmer, sehr genau, was ist, kommt gut an, was kommt nicht gut an, wie kann ich geschäftstechnisch erfolgreicher werden, wie kann ich gute Sponsorings an Land ziehen, wie kann ich auch Nein sagen, ist glaube ich wichtig, nicht jeden Scheiß annehmen, der da reinfliegt und wo Geld winkt. Also das sind halt diejenigen erfolgreich, die in Wahrheit eigentlich Unternehmer sind, ja, und sich sozusagen
da ist viel hinter, da ist sehr viel strategisches Denken hinter den Instagram-Bildern. Ich finde, das ist ja manchmal so ein bisschen wie im Hip-Hop. Man muss mal gucken, wer mit wem kollaboriert, wer davon profitiert. Ja. Und die schlauesten Typen, also Jay-Z, der hat dann auf einmal immer mit den gerade angesagtesten Typen, auf einmal ist er dann mit denen irgendwie gemeinsam drauf und steigt immer sozusagen bei anderen auf die Schultern. Natürlich, genauso ist bei den Influencern. Die machen ja auch permanent Reisen und umarmen sich überall und so. Ne? Natürlich ist da die Frage, wer umarmt da wen. Okay. Sag nochmal, was mir gerade einfällt, dieses ganze Individualisieren und auf Leute zuschneiden und sowas ist natürlich für eine Mobile-Welt auch schon ganz geil. Aber zum Beispiel für eine Suchwelt stelle ich es mir gerade so ein bisschen schwierig vor, wenn ich so drüber nachdenke. Ne? Also die Suche lebt ja davon, dass du halt irgendwie sagst, ich brauche jetzt weiße Schuhe. Mhm. Da wollte ich jetzt eh nicht so der Größte sein, habe ich verstanden. Das soll dann eher eine Amazon oder eine Zalando abwickeln, aber die Suche ist dann trotzdem brutal relevant. Aber bei der brutal, also absolut, das gleiche gilt für die Kategorien, aber es ist doch super relevant, welche Reihenfolge der weißen, also warum ist Google erfolgreich geworden? Nicht, weil sie irgendwie, also weil sie dir die weißen Schuhe, weil sie dir das Suchergebnis in einer relevanten Reihenfolge präsentiert haben. Bei Google hast du das Glück, die müssen das nicht auf die Person zuschneiden, weil da suchst du nach einer Information und im Grunde genommen ist die relevanteste Antwort eigentlich für alle Menschen die relevanteste Antwort. Bei Mode ist das anders. Wenn du nach weißen Schuhen bei Amazon suchst, kriegt jeder dasselbe Suchergebnis. Dabei haben wir unterschiedliche Geschmäcker. Das ist eigentlich sozusagen, Amazon sortiert das Ergebnis der weißen Schuhe nach dem Google-Prinzip der allgemein höchsten Relevanz. Wir sagen, das ist der 50% richtige Weg. Der beste Weg ist zu sagen, die allgemein höchste Relevanz kombiniert mit persönlichen Vorlieben ist das beste Resultat. Also warum solltest du bei About You deine weißen Schuhe kaufen oder nach deinen weißen Schuhen gucken? Weil wir dir das Klicken durch 400 Seiten weiße Schuhe ersparen, indem wir dir die relevantesten weißen Schuhe in deiner Größe, in deinem Stil eben vorne anzeigen. Das heißt, ein bisschen seid ihr dann auch Suchmaschine am Ende, ne? Ja, also genau, wir versuchen halt jeden Fall abzudecken, genau, und sind wir auch. Allerdings muss man sagen, dieses Thema weiße Schuhe, das wird nie unser Steckenpferd, weil am Ende können wir das noch so viel erzählen, die Leute gehen doch zu Amazon bei den weißen Schuhen, das ist auch okay. Genau, und in der Regel suchen die Leute aber auch, by the way, nicht im Fashion, sondern die gehen eher auf Kategorien, aber auch da spielt das eben eine große Rolle, zu personalisieren. Ja. Ist eigentlich bei euch, wenn ihr jetzt so viel Reichweite habt, auch immer mal das Thema, man sieht es jetzt bei Otto, also bei eurer Mutter oder Hauptinvestor, ja. Bei Zalando auch, dass man versucht, Werbung zu verkaufen an Brands auf den Plattformen. Ist für euch auch ein Thema? Mega relevant. Also wir sagen ja, wir sind im Discovery-Bereich und inspirieren und das bedeutet ja auch, wir stoßen den Kunden, potenziellen Kunden auf neue Marken und Co. Und insofern sehen wir ein großes Interesse von Markenseite auf uns zu werben, weil sie wissen, wir sind in der Lage, letztendlich Markenbekanntheit aufzubauen, die auch im Prinzip überall, durch alle Kanäle, gar nicht unbedingt nur auf About You im Prinzip wieder durch höheren Absatz im Prinzip honoriert wird. Und insofern sind wir da auch dran. Da kommt dann nächste Lösungen. Die About You Media Solutions. Oder? Brand and Advertising Brand Solutions. Ja, kommt dann oder kommt nicht? Gibt's schon, aber ist jetzt, ja, gibt's schon, ist aber natürlich noch deutlich unausgereifter, als das jetzt bei einem Zalando und Co. der Fall ist. Aber aus meiner Sicht eigentlich viel relevanter, weil eben wir durch diesen Inspirationsansatz ja wirklich besser und durch viel, viel, viel mehr Stellen in der Lage sind, eigentlich eine Marke bekannter zu machen. Und die Marken sehen uns auch zunehmend mehr als 50% Händler, 50% Community und Social Media sozusagen, soziales Netzwerk. Und genauso wie sie eben bei Facebook und Co. eben unglaubliche Marketing-Spendings haben, ist bei uns eigentlich viel besser platziert, weil sie davon ausgehen können, bei uns können sie genauso targeten, weil wir viele Profilinformationen haben und sie sind sich sicher, dass jeder, der sich bei uns rumtreibt, wirklich ein Interesse an Fashion hat. Das ist bei Facebook nicht der Fall. Sind eure Top-Marken jetzt auch die großen Marken, also wenn ich mir jetzt überlege, mein persönliches Gefühl, ne, Zalando, das steht auch für mich, für Diesel, für Adidas, für G-Star. Oder ist es bei euch auch so, oder habt ihr eher noch die kleineren Marken, Labels? Nee, also ich würde mal schätzen, die Verteilung der Marken ist bei uns genauso wie bei Zalando. Okay. Das heißt, es wird dann, wie wird das dann zusammengestellt und nicht so sehr, dass dann neue Produkte am Ende dabei entdeckt werden, sondern es ist halt mehr oder weniger dieselben Klamotten, nur neu gemischt. Ja. Genau. Es ist dieselben Klamotten gemischt für den jeweiligen User und nicht auf einer allgemeinen Ebene gemischt. Wenn du das aber wiederum natürlich hoch aggregierst, kommst du natürlich im Ergebnis wieder auf eine ungefähr ähnliche Verteilung. Ne? Also verstanden. Es gibt ja durchaus kleinere Labels und ich weiß, die sind bei uns auch vertreten, genauso wie bei Zalando, aber die
relativ, glaube ich, kann mir nicht vorstellen, also dass Discovery jetzt so hätte ja auch heißen können, dass kleinere Labels bei euch discovered werden. Ach so. Und, oder dass jetzt ihr irgendwie sagt, Mensch, wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir irgendwas finden, was du halt vielleicht jetzt nicht findest, gar nicht findest, weil es bei Zalando nicht gelistet ist oder weil die das nicht so pushen. Also ich war überrascht, ich war vor 3 Wochen, aber 2 Wochen war Fashion Week in Berlin, da gibt es ja Hallen voller Labels und viele kennt man halt so gar nicht. Und ein paar fand ich jetzt so, für meinen Geschmack, fand ich eigentlich ganz coole Sachen und dachte mir, okay, wo kann ich die eigentlich kaufen? Und wer stellt mir die eigentlich regelmäßig vor, wenn ich nicht gerade durch die Hallen laufen darf? Aber das ist wahrscheinlich, kannst du die bei uns bei Zalando kaufen. Wenn wir unseren Job gut machen, empfehlen wir dir genau diese Marken. Allerdings empfehlen wir sie anderen dann halt auch nicht, was im Ergebnis wieder in der Gesamtheit dazu führt, dass sie wahrscheinlich den gleichen Umsatzanteil haben. Nur werden sie halt bei allgemeinen Sortierungen halt allen Leuten irgendwie 1%, in 1% der Fällen irgendwie oder 1% der Artikel sind vielleicht von dieser Marke. Ist mal ein bisschen blöd gesagt, ja. Und wenn wir unseren Job gut machen und du diese eine Marke gut findest, hat die bei dir vielleicht persönlich einen Anteil von 10%. Bei einem, für den sie eigentlich irrelevant wäre, dann aber 0%. In der Gesamtheit hat sie dann wieder 1%. Also deswegen ist wahrscheinlich die Gesamtheit der Verteilung, der Umsatzverteilung der Marken relativ ähnlich bei uns und bei Zalando. Wir versuchen halt eben für den jeweiligen User aber die relevantesten Artikel zu finden und die relevantesten Marken. Letzte Frage zu diesem ganzen Marketing, harten Marketing-Thema. Ich weiß, vor 2 oder 3 Jahren, als das Ganze losging mit About You, da war ja das Influencer-Marketing noch gar nicht so groß. Da war Instagram noch relativ klein, da war auch Facebook noch klein, da von anderen Snapchat und so kaum zu reden. So, jetzt höre ich so raus, bei euch ist dieses ganze Influencer-Thema oder Personalisierung, Mobile war damals auch noch kleiner, ist jetzt sozusagen das, was euch gerade heute ausmacht. Influencer, Empfehlungen, Empfehlungsmarketing. Damals, als ihr losgelaufen seid, da gab es das so noch gar nicht. Ja. Also wart ihr da jetzt ein mega Visionär und habt gesagt, okay, das wird kommen, also darauf bereiten wir uns vor. Oder ist das so ein bisschen so ein Pivot schon, dass man sagt, okay, ihr wolltet eigentlich auch Suche und Retargeting und Fernsehwerbung und dann habt ihr gemerkt, fuck, das geht gar nicht so einfach, aber Gott sei Dank kommt ja da gerade diese ganze neue Welt und die können wir schön reingehen. Also wie war es denn? Also erstmal muss ich dazu sagen, Influencer sind bei uns aktuell noch nicht irgendwie das Allergrößte und Wichtigste, werden aber, also das war jetzt eher in die Zukunft gerichtet, ich glaube, das wird wichtiger. Criteo, Sea, das machen wir auch alles. Insofern ist das eher ein Zukunftsthema für uns, dieses Thema Influencer, aber wir sind heute auch, glaube ich, innerhalb der deutschen Branche eigentlich schon die Vorreiter noch. Also das Volumen, was es bei uns ausmacht, das denke ich, gibt es keinen, bei dem das einen höheren Anteil hat. Es ist aber kein, also ich meine, du kennst das, ja. Also ich glaube, als Unternehmer, ich würde das nicht als Pivot bezeichnen, wenn man sich den Marktgegebenheiten anpasst. Das ist Daily Business. Ja, und es wäre blöd irgendwie, also wir wären ja dumm, wenn wir nicht irgendwie mobile, also wir machen halt das, was der Kunde will. Und dummerweise ist es so, dass der Kunde gefühlt alle 3 Monate was Neues will und dann machen wir halt eben das. Ich glaube, wir als Unternehmen sind gut da drin, schnell auf Marktgegebenheiten zu reagieren und wir haben den Vorteil, relativ klein zu sein im Vergleich zu einem Zalando, die das auch erstaunlich gut machen, trotz ihrer Größe. Aber nichtsdestotrotz sind wir nochmal deutlich schneller als Zalando, glaube ich, in den meisten Dingen, in der Reaktion auf die meisten. Kann ich mir kaum vorstellen, aber wer weiß. Außer natürlich im Bereich Advertising und AdTech und so. Nein, aber das ist natürlich auch der Größe geschuldet. Wenn wir das nicht wären, hätten wir keine Daseinsberechtigung als Startup. Und insofern will ich das nicht als Pivot bezeichnen und wir machen nach wie vor, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Influencer geredet, aber wir haben auch ein SEA-Thema, da gibt es auch SEA ist nicht gleich SEA. Also ich glaube, das, was wir im Bereich SEA machen, im Bereich Attribution, wie wir SEA-Kampagnen aussteuern, auf welche Landingpages das geht, wie wir dann die Sortierung machen und Co., da sind wir auch sehr, sehr, sehr gut drin und auch, glaube ich, in vielen Teilen besser als unsere Konkurrenz. Da haben wir jetzt nicht drüber geredet, ist auch nicht so fancy irgendwie wie Influencer, ne? Das drüber reden. Also ich meine, das ist, genau, es ist weniger greifbar. Insofern ist es auch schwer zu beschreiben. Also, aber das heißt, da verbringst du schon viel Zeit damit, dich genau zu fragen, wie kriege ich jetzt sehr am besten ans Laufen, weil das ist ja schon sehr kompetitiv. Also, absolut. Ich verbringe nach wie vor 90% meiner Zeit irgendwie, also beim Thema Marketing darauf, wie kriegen wir einen sehr besser zu laufen, wie kriegen wir Affiliate, Display, Criteo, Retargeting im Generellen, die Einstiegsseiten, die Landingpages, also die klassischen Themen. Das sind nach wie vor natürlich die Themen, die eben kurzfristig immer den größten Hebel darstellen. Aber auch da kann man eben auch neue Wege gehen in gewisser Weise. Ne? Ich muss mich ja annähern, weil du sagst zu den genauen Budgettöpfen in der einzelnen Kanäle, sagst du ja jetzt nicht so viel. Es muss ja so sein, dass die Suche relevant ist. Insofern freue ich mich, dass das jetzt dann auch irgendwie jetzt dabei so ein bisschen rausscheint, dass du da auch viel Gedanken reinsteckst als Marketinggeschäftsführer in Suchthemen und solche Sachen. Auf jeden Fall. Aber auch da ist wieder das Thema, du bietest auf ein Keyword wie Abendkleider, zunächst einmal brauchst du eine fette Attribution, die Cross-Device beispielsweise kann, das kann auch kaum jemand im Prinzip die Cross-Device-Journey irgendwie in der Attribution ordentlich darstellen. Attribution heißt quasi die Verteilung, also jemand hat 5 Kanal-Touchpoints bestellt beim 6., wie verteilst du den Umsatz auf die 5 davor?
Da gibt's eine sehr hohe Komplexität hinter und natürlich ist das nach wie vor eben sehr, sehr wichtig. Allerdings kannst du auch da eben, ne, wenn jemand nach Abendkleider sucht, erstmal die Frage, wie viel bietest du, dann holst du ihn auf die Landingpage, dann schaust du irgendwie, wie kriegst du schnell raus, was das für ein Typ ist, dass du die Sortierung auf ihn personalisierst, ohne dass er sich anmelden muss, personalisieren wir. Dann geht es darum, dem auch im Prinzip zu sagen, hey, guck dir doch mal die Lieblingsabendkleider von einer Stefanie Giesinger an. Ja, also auch da wieder mit Content letztendlich die Conversion-Wahrscheinlichkeit zu steigern. Also auch da sozusagen, SEA ist ja nicht gleich, SEA ist ja nicht so, dass man sagt, in der Influencer-Marketing-Kanal ist im sozusagen das Moderne und quasi so von A bis Z hast du dann die moderne Klaviatur und SEA ist so das langweilige SEA von früher. Also ich glaube, du kannst eben diese ganzen Themen, über die wir gesprochen haben, kannst du eben sehr gut auch mit so einem Thema wie SEA verheiraten. Und auch im Retargeting kannst du natürlich, kannst du natürlich darüber hinausgehen, über das, was jetzt irgendwie ein Kriterium oder sowas macht, einfach nur Produkte anzeigen. Ja. Auch da kannst du Content integrieren, auch da kannst du eben personalisieren und da kannst du halt extreme Effizienzen geben dadurch. Im Austausch mit Kriterio dann? Also das heißt, ihr sagt, Mensch, jetzt komm mal an den Tisch, Jungs, wir müssen jetzt mal hier die Zusammenarbeit ein bisschen aufbohren und wir müssen über die klassischen Retargeting-Mechanismen hinausdenken oder wie entsteht das dann? Ja, also das ist einerseits in der Zusammenarbeit mit Kriterio, was quasi das Flaggen und Segmentieren der User angeht, die Creatives, auch da kann man mit Kriterio reden. Andererseits vertrauen wir da nicht nur auf Kriterio beim Retargeting, ne? Wir haben natürlich auch unsere eigenen Ad-Server am Laufen und ja, unser eigenes Data, unsere eigene Data-Management-Plattform und Co., also das machen wir natürlich auch viel selbst dann am Ende des Tages. Ne? Mhm. Wie viele Leute arbeiten bei euch im Marketing-Team insgesamt? Also wir haben ungefähr 25 Leute so im Online-Marketing, darunter aber auch Programmierer. Also, und die Content-Leute auch noch? Und die, genau, plus dann ein paar in der Redaktion, ja. Aber von den 25 sind ungefähr 16, 17, 20 irgendwie so neben Dreh Festangestellte. Darunter aber auch relativ wenig, ja, eigentlich schon. Aber darunter eben auch ein paar Entwickler und wir haben halt das große Glück, dass wir ein Drittel unserer Firma ungefähr sind tatsächlich Entwickler und Technologen. Und du kannst halt, also für vieles brauchst du eigentlich nicht Manpower, sondern eigentlich einen schlauen Techie, ja, und der die Dinge eben technisch löst. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, auch durch meinen Kollegen Sebastian in der Geschäftsführung. Da haben wir auch sehr, sehr viele schlaue Mitarbeiter dort in dem Bereich und auch im Online-Marketing sehr viel schlaue Leute. Also ich glaube, es wäre dumm, auf alles immer Menschen zu werfen. Ist eigentlich cooler, wenn man die Sachen technisch lösen kann. Ja gut, wobei im SEA und im SEO, da brauchst du ja einfach Manpower zum Teil, um Produkttexte zu schreiben und sowas. Produkttexte, sowas, klar, das outsourcen wir dann, die sind dann nicht bei uns. Aber im Prinzip im SEA beispielsweise, wenn es darum geht, Keywords einzubuchen, das jetzt über Menschen zu lösen, weiß ich nicht, ob das noch so zeitgemäß ist. Ne? Also das kannst du eben auch. Also Wörter herauszufinden, das ist wirklich nicht mehr so die Kunst. Und dann quasi die einzubuchen, die Kampagnenerstellung zu automatisieren, das Bidding zu automatisieren. Also all diese Dinge, glaube ich, das ist so ein bisschen 2012, das alles über Menschen zu machen. Ne? Das kriegst du eigentlich viel besser über Algorithmen hin mittlerweile. Gibt es da irgendwelche Vorbilder oder Firmen in den USA oder wo lasst euch da inspirieren? Das Problem ist, man findet sowas sehr selten raus. Ne? Also so wie in einem Gespräch wie heute, also wir bräuchten wahrscheinlich mehrere Stunden, um dieses Thema, allein nur dieses Thema SEA eigentlich zu vertiefen, was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt mittlerweile technisch. Deswegen kann ich ja gar nicht sagen, wer da die Vorbilder sind, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so, wie wir vorgehen, relativ viele Unternehmen, die technologiegetrieben sind, vorgehen. Da sind wir jetzt auch nicht die einzigen in Deutschland, ich weiß es auch von anderen. Ist denn quasi Realtime-Advertising für euch ein großes Thema? Ja, auch, natürlich. Ja. Also auch, oder also, mach mal so ein Gesicht, ist Bannering 2016, ist das noch sowas, wo du sagst, da guck ich mir länger an, oder ist das mehr so, machen wir ein bisschen auf einzelnen Placements und das war's? Also ich muss sagen, wir sind im Thema Display, glaube ich, sozusagen in der ganzen Online-Marketing-Klaviatur sind wir bei Display und RTV wahrscheinlich noch am schlechtesten aufgestellt innerhalb von den Kanälen, die wir machen, weil es das jüngste Thema ist bei uns eigentlich. Aber es nimmt zunehmend mehr an Relevanz an, weil gerade für uns, wo wir halt sagen, hey, wir wollen personalisiert sein. Das Ganze müssen wir natürlich auch im Advertising übertragen. Also idealerweise, wenn wir jetzt mal dieses Thema weiterdenken, wir finden raus, du bist quasi ein Daniela Katzenberger-Fan, ja, dann holen wir dich im Retargeting wieder über sie rein, dann holen, ne, und so weiter. Oder wir holen dich überhaupt über sie ran, quasi. Also insofern ist so ein Thema wie eben das automatisierte Aussteuern und von Ads und Bannern letztendlich auf einzelne Personen extrem relevant. Im Bereich Display sind wir noch nicht so stark. Im Bereich Facebook und Instagram beispielsweise machen wir das schon deutlich mehr. Da kannst du über Custom Audience, ja, da kannst du ja quasi Userlisten hochladen, ja. Und dann eben auf diese Userlisten bezogen Ads aussteuern. Bei Facebook, ne? Ist das was. Genau, bei Facebook und Instagram. Ja, bei Google auch mit den Listen. Das ist natürlich super relevant für uns, weil so können wir im Prinzip die Creatives aussteuern, die für den User potenziell am relevantesten ist und unsere Personalisierung und Informationen und Content natürlich viel besser nutzen. Okay. Gleich ist aber auch im SEA. Also auch im SEA kannst du ja mittlerweile Listen bilden und dann kriegt nicht jeder die gleiche Abendkleid-Kampagne angezeigt, wenn er nach Abendkleid googelt. Ne?
Okay. Und lassen wir das noch einmal kurz über Facebook sprechen, das haben wir jetzt noch gar nicht redet. Das ist, baut ihr auch Seiten für Prominente selber? Also ihr sagt, eigentlich wäre es doch geil, wenn ihr die größte Daniela Katzenberger Seite hättet oder ihr macht einfach nur, ihr kauft ein, was da ist sozusagen. Die hat ja in der Regel eine eigene Fanpage, die jetzt aber nochmal... Ja, aber auf die haben wir, also über die, genau, da können wir mitwirken, was da so erscheint. Okay, okay. Das heißt, ihr seid da irgendwie, also sie, großer Bayer nehme ich an, klar, bei Facebook. Ja, also das ist ja so ein bisschen die Idee. Sie postet von ihrer Fanpage, hallo, guckt euch doch mal meine neuen Outfits an. Aber das muss man sie dann mal bezahlen. Ich dachte jetzt irgendwie, wenn man wirklich so drauf ist wie ihr, dann wäre jetzt meine Idee, vielleicht kann ich ja selber eine große Daniela Katzenberger Fanseite bauen und dann gehört mir der ganze Scheiß. Aber das wäre wahrscheinlich aufwendiger, als mit ihr zusammenzuarbeiten. Am Ende ist es ja eine Art Affiliate-Modell. Das ist, natürlich müssen wir sie bezahlen, aber der Preis, den wir da bezahlen, ist, der lohnt sich. Okay. Daniela, aufpassen! Okay, bevor, ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, der Kollege zeigt gerade schon, wir sprechen schon eine Stunde, ich finde es aber sehr spannend, wir haben dich selten hier. Du irritiert mich! lass noch einmal kurz Hard Facts sprechen, was ich krass finde, in eurer Investoren oder in eurer zur Pressekonferenz erschienenen Präsentation. Firmenwert, habt ihr mal reingeschrieben, 320 Millionen Euro ist der Laden jetzt wert. Ja. Das ist wie genau ermittelt worden? Wie es halt am Markt so üblich ist, das, was jemand bereit ist, zu dem Betrag, zu dem jemand bereit ist, letztendlich zu investieren und die wiederum, das ist jetzt wahrscheinlich Flo Heinemann und Christian Leibold können das besser erklären, wie Unternehmenswert zustande kommt, aber da guckt man sich eben Wachstumsdynamik, Kapitaleffizienz, Multiples in Peer, von Peer-Unternehmen, börsennotierten Peer-Unternehmen an und Co. Und so leitet man das letztendlich her. Aber das heißt, das ist ja auch in der Präsentation, ihr habt eine Finanzierungsrunde gemacht zu der Bewertung. Genau, sind wir gerade bei, ja. Mit einem dritten Investor, der nicht Otto ist. Genau. Du kannst jetzt nichts dafür zu sagen, kann ich verstehen. Ne? Ja. Würde mich jetzt überraschen, wenn du mir jetzt ausplauderst hier, wer da genau kommt. Aber du hast gesagt, es kommt jetzt jemand, der strategisch zu euch passt. Genau. Und nicht irgendwie einen Private Equity Fonds oder sowas. Genau. Also erstmal macht uns das mega stolz, auch als Organisation. Also muss man sagen. Gründer und alles irgendwie nach 2 Jahren, also uns gibt es jetzt 2 Jahre tatsächlich irgendwie so ein Value aufgebaut zu haben. Ja. Vor allen Dingen übersteigt der Value das investierte Kapital um ein Vielfaches. Also wir haben deutlich, deutlich weniger als 320 Millionen. Ist deutlich also 200 weniger. Also. 319. Nein, Scherz, natürlich. Wir haben viel, viel, viel weniger investiert. Also noch weniger als 200. Und wir haben aber gemerkt, es gibt sozusagen, also wir haben erstmal kein Cash-Problem. Also irgendwie wir die Kapitalbeschaffung für Investitionen ist gesichert durch die Otto-Gruppe, die mehr als bereit ist, da Geld rein zu investieren, was sie auch als Erfolg sieht. Und sieht, dass sich das lohnt. Jeder investierte Euro ist, glaube ich, bei uns zumindest Status quo kann man sagen, es deutet vieles darauf hin, dass es nicht, dass es lohnenswert ist, diese Investition. Wir haben mal gemerkt, es gibt entlang unserer Wertschöpfungskette diverse Unternehmen, die total Sinn machen, weil wir sowieso irgendwie mit denen zusammenarbeiten oder viel Geld an die bezahlen oder weil die uns hebeln können, synergetisch und Co. Und haben deswegen jetzt eigentlich entschieden, mit unserem Gesellschafter Otto vor ein paar Monaten zu sagen, lass uns doch mal öffnen im Prinzip für Gespräche. Vor allen Dingen, weil die Partner eigentlich permanent Interesse geäußert haben. RTL zum Beispiel könnte dann investieren, dann wäre das die Germany's Next Topmodel direkt dann investiert sozusagen. Das wäre richtig schlau, ne? Aber Germany's Next Topmodel läuft auf ProSieben. Ach, scheiße, okay. Ja, also wer das ist, kann ich jetzt... Hab ich absichtlich gemacht, damit ich rauskomme, dass ich da Fan bin. Genau. Niemand guckt Germany's Next Topmodel mal rein. Die Einschaltquoten, ne? Nein, also kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen. Das ist jetzt aber so ein bisschen ProSieben wäre vielleicht auch ein spannender Investor. Ich meine, jetzt so Hörer, die haben ja diese Shows, die haben die viele von den Leuten. I don't know. Ich meine, ich weiß nichts, aber... Wer könnte denn in Deutschland noch auf solchen Filmbewertungen überhaupt mitmachen? Ja. Müsste ich das Sven Schmidt wieder ranholen, dann könnt ihr da. Ja, ja, ja. Ich glaube, da gibt es sinnvolle Themen zum Philosophieren und Mutmaßen. Okay. Aber, also, muss man sagen, absolut respektabel. Umsatz haben wir es ja schon gesagt, das ist halt krass, wenn er jetzt deutlich über 100 Millionen kommt, ist das natürlich eine super Leistung, hat man selten gesehen im deutschen Markt. Ja. Firmenbewertung sicherlich ebenso, wenn jetzt nicht im Fashion-Bereich, das wie gesagt, Zalando auch so stark wäre und auch eine super Story geschrieben hätte, die dann wäre das wahrscheinlich, würde noch krasser scheinen. Insofern, ich hoffe, dass ihr jetzt hier zumindest, wie soweit wir Sonnenschein abgeben können, da muss man wirklich sagen, allergrößten Respekt. Aber und du, so viele Unternehmen wie können, sollten Sonnenschein abgeben. Also ich bin froh, dass es ein Zalando gibt und andere. Das ist super gut für unser Ökosystem. Und am Ende des Tages profitieren wir auch davon und profitiert jedes kapitalintensive Business von solchen Erfolgsgeschichten wie Zalando, weil nur so sind Investoren auch bereit, quasi zu glauben, dass das überhaupt möglich ist, in Europa ein großes Unternehmen aufzubauen, wenn es halt Vorbilder gibt wie ein Zalando. Ne? Und jetzt 320 Millionen, so wenn man das Ding gegründet hat,
dann hat man so noch so 2-3% jetzt oder sowas in der Größenordnung? Also ich habe es nicht alleine gegründet, aber meine Mitgründer und ich, wir halten auch Prozent an dem Unternehmen. Also auch noch Prozente heißt jetzt schon mehr als 0, irgendwas. Also darüber kann ich wirklich nichts sagen. Kann man es nicht drüber nachgucken. Aber mehr als 0,1 schon, ja. Ja gut, ich meine, das ist ja nicht ungewöhnlich, wenn du jetzt bei weiß ich nicht, irgendwo bei einem Inkubator wärst. Ich will jetzt, dann aber ich glaube auch, die schlauen Inkubatoren geben heute nicht mehr irgendwie 1% dem Founder oder sowas, ne? Oder den Foundern. Ja gut, aber okay, ist ja viel Geld reingeflossen. Mhm. Also das heißt, auch für dich persönlich eine gute Geschichte, in ein paar Jahren kommst du wahrscheinlich gar nicht mehr zu so profanen Podcasts und sitzt in irgendwelchen heißen Podcast-Studios, sondern lebst das gute Leben, aber mehr als verdient. Ich fand es total interessant, dir zuzuhören und ja, findest du eine geile Story hier aus Hamburg natürlich. Wir sind ja hier sozusagen beide so ein bisschen Hamburg-Homies. Insofern. Nordisch by nature. Ich nicht, aber zumindest jetzt hier reingewachsen. Ja, Hut ab, super geil, dass du ein bisschen erzählt hast. Vielleicht in ein paar Monaten nochmal zum Update. Ich hoffe, wir finden viele begeisterte Hörer und auch dann vielleicht Kunden, die dann noch nicht bei euch sind und sagen, okay, diesen Style von diesem Tarek, ey, das möchte ich auch machen. Das ist doch vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gefreut, hier zu sein. Hat großen Spaß gemacht. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Was?